Hallo und herzlich willkommen zu den Eifrig News. Schön seid ihr wieder dabei. Eine Woche habe ich mir eine Pause gegönnt. Ich hatte nämlich letzte Woche Ferien, drum sind die Eifrig News ausgefallen. Ich war tatsächlich am Sonntagabend, ich zeichne das ja immer am Sonntagabend auf, schlicht und ergreifend zu müde und bin dann ganz früh ins Bett gegangen. Sorry dafür. Klar, Ferien und Apple-Event, das war nur so Halbferien. Klar, man arbeitet dann ziemlich viel, wenn so ein Apple-Event war. Es war ja am Dienstag das Apple-Event, das große, lang erwartete Frühlings-Event, welches ja ein wahres Feuerwerk abgeknallt hat an Neuigkeiten. Da kommen wir natürlich später gleich dazu. Und ja, da war es halt natürlich so, am Montag Vorschau produzieren für verschiedene Radiostationen, dann das Event selber, danach bis in die Puppen noch Sachen machen, beantworten, Fragen etc., Radio-Takes und so weiter und dann Briefings danach, Mittwoch, Donnerstag, also immer ein bisschen gearbeitet, klar. Aber hey, macht nichts, es war trotzdem schön. Wir sind zu Hause geblieben, es war gemütlich, also alles klar. So, also heute reden wir natürlich logischerweise über das Apple-Event und was man jetzt schon so ein bisschen weiß und was mir bis jetzt auch durch den Kopf gegangen ist, nachdem das doch jetzt knapp eine Woche her ist. Man macht sich ja da so einige Gedanken und analysiert das Ganze auch ein paar Tage später dann noch. Bevor wir das aber machen, zuerst mal natürlich herzlichen Dank. Ich hatte ja vor 2 Wochen in den Eifrig News diesen Pullover an und habe gefragt, was es denn damit auf sich halt hat mit dieser Nummer hier 4680. Ganz viele wussten das natürlich. Klaus, Patrick, Ingo, ihr wart, glaube ich, die Ersten, aber es waren noch Dutzende mehr, die mir geschrieben haben, dass diese Zahl natürlich für die neue Tesla Superzelle steht. Es ist ja so, dass ja jedes Elektroauto hat ja diese Batterie und diese Batterie besteht aus tausenden ungefähr so großen Zellen. Die sind ein bisschen größer als eine AA-Batterie, aber ungefähr einfach von der Höhe und so dünn. Und 4680 steht halt für die neueste Generation dieser Zellen von Tesla. Denen sagt man nach, dass sie eine höhere Energiedichte haben, dadurch natürlich mehr Strom speichern können, vor allem aber auch viel günstiger sein sollen. Und das soll dann letztendlich im Endeffekt, wenn die dann rauskommt und in Autos verbaut wird, dann die Elektromobilität günstiger machen. Da forschen alle dran. Aber es ist ganz spannend, sich das mal vorzustellen, weil man ja immer so denkt, diese riesige Batterie unten im Auto. Ich blende euch da mal was ein von meinem VW ID.3. Da besteht ja der ganze Boden unten aus Batteriezellen. Aber eben, das sind nicht diese großen Module, sondern diese großen Module wiederum bestehen aus tausenden von diesen kleinen Zellen. Und das eben ist die neue von Tesla. So, wussten natürlich ganz viele von euch. So, dann noch ein anderes Ding. Ich hatte ja gesagt, letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche eigentlich, haben wir aber unser Wohnzimmer umgebaut. Drum hatte ich hier kein Internet, beziehungsweise ich habe das Internet knapp 3 Tage lang dann über 5G gemacht, über einen 5G-Router. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, war ich erstaunt, wie unglaublich problemlos das funktioniert hat. Wir haben ungefähr 170 GB an Daten verbraucht in diesen 2-3 Viertel Tagen, wo wir da sozusagen offline waren. Ich habe einfach das ganze Haus quasi disconnected und statt des Kabelmodems dann eben diesen Router hingestellt, der über 5G eine direkte Verbindung aufgebaut hat. Und ich hätte nicht gedacht, wie problemlos das läuft. 60 Geräte hier, mein Computer, Homeoffice, da habe ich noch gearbeitet. Ständig Dinge zu tun, Sachen hochzuladen, sogar irgendein Mac-Update runtergeladen, ohne viel zu überlegen. Und was mich am meisten erstaunt hat, muss ich sagen, dass meine Kids, die hatten da schon Ferien, sogar gamen konnten. Der eine auf der Xbox, der andere auf dem Gaming-PC, haben die Fortnite gezockt, über 5G. Und es war überhaupt kein Problem, es gab keine Lags, es ging problemlos. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Provider sagen das zwar immer und ich denke dann, ja, auf dem Smartphone ein bisschen rumspielen, aber hey, echtes Gamen auf dem PC zum Beispiel hat funktioniert. Einzig Mal, zweimal ist er rausgefallen, auf 4G hat er quasi zurückgeschaltet und dann war es sofort, Videokonferenzen waren mühsam, Bild, Ton war versetzt, das hat irgendwie so ein bisschen, man hat sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber sobald der wieder 5G hatte, absolut problemlos, hätte ich echt so nicht erwartet, wäre natürlich auch nicht auf die Idee gekommen, das ganze Haus quasi mit all den Geräten, mit all den Smart Home Sachen, Kameras, irgendwelche Sachen, die was ins Internet pusten, problemlos. Also das ging tatsächlich wirklich gut, von dem her ist das ein gutes Fallback, wenn hier zum Beispiel mal die Internetleitung aussteigt oder so. So, aber jetzt fangen wir natürlich an zum Apple Event. Wir sprechen über letztendlich 5 Dinge, die da ja präsentiert wurden. Wir fangen gleich an mit dem iPhone 12, das neu ist, in Purple, in Lila. Ja, okay, cool. Ich bin natürlich gespannt drauf, weil ich bin so ein Farbenfreak. Mir gefällt die Farbe erstaunlich gut, hätte ich echt nicht gedacht. Auch jetzt ein paar Tage später. Ich bin richtig gespannt, das mal in den Händen zu halten. Vielleicht kriege ich ein Testgerät, um das mal so ein bisschen auszuprobieren. iPhone 12 und iPhone 12 Mini gibt es jetzt einfach in Purple. Sonst sind es genau die gleichen Geräte.
muss man eigentlich nicht viele Worte drüber verlieren. Ganz neu natürlich sind die AirTags. Und die AirTags, muss ich euch ehrlicherweise sagen, habe ich ja immer gesagt im Vorfeld, schon auch im Apfelfunk-Podcast, brauche ich nicht, ich verliere nie was. Ja, tatsächlich, habe noch nie was verloren. Mein Schlüssel nicht, mein Portemonnaie, mein Rucksack, hatte wohl immer Glück. Trotzdem bin ich natürlich extrem fasziniert von den Teils, weil die halt eingebunden sind ins Apple-Ökosystem. 1 Milliarde Geräte, die da guckt und die das dann quasi auch weiterleitet. Also wenn ich das irgendwo weit weg liegen lasse, dann gibt sicher einer, der mit dem iPhone dran vorbeiläuft, die nehmen Kontakt damit auf, verschlüsselt, der kriegt das gar nicht mit, melden dann ihren Standort. Ich kann es dann in der Find My oder in der Wo ist App, kann ich es dann quasi suchen. Großartig, super gemacht, preislich auch okay. Interessant natürlich, 35 Schweizer Franken, $29 kosten die Dinger, so groß, und die haben keine Öse, um sie zum Beispiel am Schlüssel zu befestigen. Dafür braucht man dann ein spezielles Case. Das kann man bei Apple kaufen, das kostet mehr als die Teils selber, beziehungsweise als die AirTags. Man kann es aber auch bei anderen kaufen schon, gibt sogar im App Store schon welche, die kosten dann 13, 14 Franken. Aber das zeigt halt, Apple denkt immer ans Ökosystem, denkt immer an Zubehör. Und Samsung mit den SmartTags macht die, und die haben so einen Hänger direkt dran. Das ist zwar praktisch für den Konsumenten, aber dadurch verdient natürlich Samsung weniger dran. Und Apple versucht jetzt da quasi ein Ökosystem rundherum aufzubauen. Kann man blöd finden, ist aber, sagen wir mal, aus geschäftlicher Sicht natürlich clever. Mal gucken, ob es so cool wird wie bei den Bändern, dass man ständig das Gefühl hat, ich brauche ein neues Band, oder ob es dann doch eher darum geht, die einfach mal irgendwo anzutackern und dann zu vergessen. Tja, dann kam ein neues Apple TV. Das war echt eine Überraschung, hätte ich nicht erwartet. Das Spannende daran ist ganz klar, dass dieses Software-Update, was eben jetzt dann auch die alten Apple TVs kriegen, das kann dann quasi den, euer Bild von eurem Fernseher besser machen. Also Color Balance, ihr könnt dann wirklich mit dem iPhone vor euren Fernseher stellen, wenn ihr so ein Apple TV habt, und dann tun die da Magic zusammen sprechen, und dann soll das Bild wohl besser werden. So hat Apple gezeigt. Das ist interessant, und vor allem interessant ist, dass das auch auf die alten Apple TV 4K und sogar auf die Apple TV HD aus dem Jahre 2015 als Update rauskommt, diese Funktion. Also dafür müsst ihr euch gar keinen neuen Apple TV kaufen. Ihr könntet euch einen neuen kaufen, weil ihr die neue Siri Remote wollt, die neue Fernbedienung. Die ist cool. Ich ärgere mich ständig über die alte Fernbedienung. Die ist total doof, und noch nach Jahren habe ich nicht genau begriffen, wo man da klicken muss. Die neue soll wohl besser sein, ein kleines Clickwheel, das ist cool, wie früher beim iPod vor vielen, vielen Jahren. Kann man aber auch separat kaufen. Also von dem her, aktueller Stand der Technik, A12 drin und so, schön und gut, aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich interessiert, ist das Software-Update, weil ich die Idee, dass das Bild dann besser werden könnte, die finde ich super faszinierend. Und dann die Siri Remote, natürlich, das ist cool, wenn da eine bessere Fernbedienung kommt, weil die alte war so ein bisschen meh. Hat übrigens die neue keinerlei Sensoren mehr drin. Tja, warum wohl? Hat niemand damit gegamed. Das konnte man ja, man konnte da Spiele machen und das Ding rumfuchteln, und das konnte dann quasi ausgelesen werden. Die ganze Sensorik ist rausgeflogen aus der neuen Siri Remote, weil einfach halt niemand auf dem Apple TV gamed, und wenn man gamed, dann sicher nicht mit der komischen Fernbedienung. So, der neue iMac. Ich bin super happy, dass ein neuer iMac kommt. Natürlich mit M1-Prozessor, geile Sache, mit fast randlos, viel weniger Rand, alles schön und gut. Trotzdem bin ich mit dem Design alles andere als zufrieden, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Chin, also unten der Rand unten beim Mac, der ist immer noch da, klar. Ich verstehe das auch, riesen Diskussion im Netz, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ich finde, es kann ja sein, okay. Aber da ist kein Apfel mehr in der Mitte drauf. Und das finde ich total doof, das geht gar nicht, sorry. Das sieht aus, wie wenn ich, der keine Ahnung von Photoshop hab, den Apfel da so wegmacht. Seht ihr doch manchmal in den Filmen, da steht ein iMac, aber das ist dann das Apple-Logo ist weg, weil man darf ja da nicht Werbung machen und so. Oder auch in Werbefilmen sieht man das viel. Stehen immer iMacs rum, aber der Apfel ist weg. Das sieht total scheiße aus, sorry, geht gar nicht. Also ohne Apfel da vorne finde ich total blöd, Punkt, nervt mich. Und was mich dann auch nerven wird, aber das ist wahrscheinlich, sind das nur so Bildschirmfanatiker, wie ich einer bin, der Rand ist ja jetzt weiß. Unabhängig von diesen 7 Farben, die ihr haben könnt, die wirklich schön sind, aber der Rand ist weiß. Das Problem ist aber, dass der Bildschirm, der Bildschirm selber hat immer eine Pixelreihe drumherum, die nicht quasi die schwarz ist. Also das Bild geht nie komplett bis an den Rand raus. Das ist so bei jeder Art von Display. Hast du einen schwarzen Rand beim Mac und du hast zum Beispiel was Helles da, zum Beispiel Google Docs, was ich den ganzen Tag offen habe, das ist ja ganz weiß,
dann siehst du das ja nicht beim schwarzen Rand, weil irgendwann wird es schwarz und dann ist daneben der Rand. Hast du einen weißen Rand, das war schon früher schon beim iPad so, dann hast du quasi jetzt eine helle Fläche auf deinem Screen, wenn eben was Helles da angezeigt wird. Und dann hast du einen schwarzen Rand, ein Pixel breit, komplett um den Bildschirm rum. Und dann hast du außen den richtigen weißen Rand drum. Ich weiß schon, dass mich das wahnsinnig machen wird. Das ist nervig, verstehe ich nicht. Also ich würde wahrscheinlich von D-Brand da so einen Kleber drüber machen, den gibt es auch schon, für die, die wieder einen schwarzen Rand rum wollen. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein alter Traditionalist, weil der Mac schon seit vielen Jahren schwarze Ränder hat. Generell muss man sagen, ist es natürlich beeindruckend, wie sich der Mac weiterentwickelt hat. Schaut euch mal dieses Bild an, das ich euch da einblende. Die Evolution des Macs quasi, tja, crazy, oder? Vom ersten knuddeligen iMac 1998, der quasi ja dann Apple auch ein bisschen gerettet hat, dann bis zur Lampe, diesem ikonischen Design mit diesem LCD-Display und hinten diesem großen Fuß, das sah aus wie eine Tischlampe, eine Ständerlampe und dann alles weiter bis zu diesem Design und jetzt ganz neu. Gefällt mir, 24 Zoll ist mir zu wenig, völlig klar. Ich freue mich dann auf den Nachfolger von dem hier. Das ist ja mein iMac Pro, der wird wohl nicht direkt einen Nachfolger kriegen, aber einen großen iMac im Design der neuen iMacs. Wahrscheinlich dann iMac 30 Zoll oder so, weil der Rand jetzt viel kleiner ist, da kann man den Bildschirm größer machen. Ja, das finde ich dann schon spannend. Also der M1-Prozessor ist sowieso geil. Also ja, da finde ich echt cool. Aber wie gesagt, diese zwei Designentscheidungen mit dem hellen Rand vor allem und dann das Logo weglassen, ne, sorry, geht gar nicht, Apple. So, dann iPad. Das iPad Pro kriegt den M1-Prozessor. Woo! Diesen super dupi, mega schnellen, crazy Prozessor in den Macs, den wir ja bis jetzt im Mac Mini, MacBook Air und MacBook Pro haben, die im November vorgestellt wurden und die haben ja alle weggeblasen. Der schnellste, beste Chip im Moment auf dem Markt, das darf man sicher so sagen. Und dabei sind wir immer noch im Einsteigerbereich. Und jetzt kriegt dieser crazy Chip, kommt jetzt ins iPad Pro. Ich meine, hey, mein iPad Pro hier, mein großes, das ich sehr gerne nutze, das ist das 2020er Modell, also vom letzten Jahr, das ganz aktuelle noch. Das ist schon unglaublich schnell und das 2018er war auch crazy schnell. Und da kommt jetzt ein M1-Prozessor rein. Boah, crazy. Aber noch mehr freue ich mich ja. Muss ich ganz klar sagen, ich versuche das da mal hier aus dem Dings rauszunehmen. So, ich freue mich ja riesig auf das neue Display. Das hier ist jetzt noch das alte, 12,9 Zoll, super flach, schönes iPad Pro. Und da kommt ja dann jetzt ein Giga-Display rein. Nur beim großen, also beim 12,9 Zoll, das kriegt quasi die Technik des Pro Display XDR. Dieses crazy 6000-fränkigen crazy Bildschirm, den Apple ja vor eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren ist jetzt dann im Sommer, vorgestellt hat. Und der kommt jetzt, zumindest diese Technologie, kommt jetzt ins iPad Pro. Wow. Nur so ein kleiner Vergleich. Dieses Gerät hier hat ja auch schon einen tollen Bildschirm. Hey, der ist super. 120 Hertz, alles Pico. Da beleuchten rund 77 LEDs den Screen. Der ist schön hell, das ist alles gut. Ich kann auch draußen arbeiten. Geht gerade. Jetzt, wo das Wetter so schön ist, dürfte ein bisschen heller sein, aber es geht. Der neue hat 10.000. Also, ein Unterschied zwischen 77 und 10.000. Das heißt, das Display, das bläst dich weg, wenn es um die Helligkeit geht. Das ist natürlich geil. Klar, was dann die Akkulaufzeit macht, müssen wir sehen. Aber es ist halt schon spannend und zeigt, dass Apple da ganz klar in den absoluten Pro-Bereich noch mehr vordringen will. Thunderbolt 3 ist drin, eine geile Schnittstelle. Du kannst externe Displays anschließen, die jetzt wirklich in jeder Auflösung angesprochen werden, inklusive das teure XDR-Display von Apple. Also, wow, muss man ganz klar sagen, das ist super, super spannend. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gerät, das auszuprobieren und überhaupt einen Unterschied merkt zwischen dem iPad Pro und dem neuen. Mal schauen. Kommt alles erst Mitte, Ende Mai, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber wird definitiv spannend, werde ich auf jeden Fall hier drüber berichten, ein Video machen, ist ja klar. Ja, und dann übrigens, diese Woche solltet ihr eure iPhones updaten, also auch die iPads, aber beim iPhone ist es noch viel wichtiger, weil diese Woche kommt iOS 14.5 in der finalen Version raus. Warum weiß ich das? Weil am 30. am Freitag sind die AirTags ja im Verkauf und werden zugeschickt, wenn ihr die jetzt schon vorbestellt habt zum Beispiel. Und die brauchen iOS 14.5. So, also, letzte Woche kam der sogenannte Release-Kandidat raus, also eigentlich die finale Version, wo man noch guckt, gibt es da jetzt wirklich keine Fehler mehr und oft ist das dann auch die Version, die alle normallos runterladen können. Ich bin da im Entwicklerprogramm und habe drum hier eine Beta drauf. Sollte man nicht tun, Produktivgerät, Beta und so, aber ich habe es natürlich doch gemacht, weil es bringt ja einerseits dieses coole Feature, wenn du eine Apple Watch hast, dass dann, wenn du eine Maske auf hast, das iPhone entsperrt. Also Maske, zack, hier pft,
entsperrt. Super praktisch, nutze ich seither ständig. Und dann natürlich die App-Tracking Transparency, also diese Funktion, dass du zum Beispiel Facebook sagen kannst, nein, du darfst mich jetzt nicht mehr tracken über andere Apps hinweg. War ja ein Riesenaufschrei seit Monaten schon, Facebook ist fast durchgedreht, weil natürlich ihr ganzes Geschäftsmodell darauf aufbasiert, so viele Daten von dir wie möglich abzusaugen. Das geht mit iOS 14.5 auch nicht mehr, beziehungsweise ihr werdet gefragt. Und dann könnt ihr eure Zustimmung geben, werde ich sicher bei einigen Apps tun, aber ihr könnt eure Zustimmung eben auch verweigern, zum Beispiel bei Facebook. Also ganz, ganz wichtiges Update, solltet ihr euch unbedingt installieren, ist rund 4,5 Giga groß, könnt ihr euch schon darauf einstellen, da müsst ihr ziemlich runterladen, also bei mir hat es eine Weile gedauert, diesen Release-Kandidat hier drauf zu packen, aber danach, wie gesagt, neben vielen Fehlern ist das vor allem cool, es gibt noch neue Emojis und ganz viel anderes. Wir werden dann sicher im Apfelfunk-Podcast noch drauf eingehen, was da jetzt ganz genau passiert, aber diese zwei Hauptfeatures, das eine mit der Maske, das andere quasi die App-Tracking-Transparency, die euch letztendlich mehr Kontrolle über eure Daten gibt. Und das ist spannend und das macht im Moment nur Apple. So, das war jetzt eine extrem Apple-lastige iFreak-News, das ist klar. Aber es war auch eine crazy Apple-Woche, muss man sicher sagen. Ich hoffe wirklich diese Woche, dass ich die AirTags kriege. Da werde ich natürlich auch ein Video drüber machen, das mal auszuprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr da wissen wollt, wie, wo, was, wenn euch was spezifisch interessiert, was ich gleich mal ausprobieren soll. Ich hoffe, ich kriege sie Mitte, Ende Woche, vielleicht sogar einen Tag so noch vor Verkaufsstart mal schauen. Und die ganze andere Technik, die will ich natürlich auch testen, aber da muss ich warten, bis ich Testgeräte zugeschickt bekomme. So, macht's gut, vielen herzlichen Dank, ich bin quasi hiermit wieder auf Sendung. Wir hören uns bald. Wir sehen uns bald. Und ja, wenn ihr wollt, gebt mir ein Like, das würde mir extrem helfen. Sollte man am Anfang sagen, weil kaum jemand bis zum Schluss guckt. Ich weiß, aber ich bin noch kein richtiger Profi-YouTuber. Soll auch gar nicht sein. Und ein Abo würde mich natürlich ebenfalls extrem freuen. Freut auch den Algorithmus, also das wäre ganz cool. Und sonst sehen und hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.